Sawadee-ka! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es Gai Ho Bai Doi. Hühnchen frittiert, eingewickelt in Pandanblätter. Eines der beliebtesten thailändischen Vorspeisen und Fingerfood überhaupt. Ne? Und dieses Gericht ist ungefähr vor 45 Jahren entstanden bei einem Restaurant, Jit Po Shana heißt es, ein Restaurant in Bangkok. Und meine Mama war damals eine der ersten gewesen, die dieses Gericht hier gegessen hat in Bangkok. Und zwar war die Besitzerin von dem Restaurant war eine ältere Dame. Sie hatte einen eigenen Kräutergarten, Gemüsegarten gehabt. Dort ist sie spazieren gegangen, hat ihre Pandanblätter sich angeschaut und gedacht, damit lassen sich ja eigentlich nicht nur Süßigkeiten machen, damit kann man doch auch deftige Speisen kreieren. Und so kam sie eben auf die Idee, Gai Ho Bai Doi zu machen. Und das seht ihr auch schon, die Pandanblätter Bai Doi auf Thailändisch, das brauchen wir quasi als Mantel für unsere Hühnchen. Und das bekommt ihr natürlich in jedem Asia-Shop. Pandanblätter haben einen wunderbaren Duft, ein nussiges Aroma. Und was wir noch alles an Zutaten brauchen, das seht ihr jetzt. Hier haben wir ungefähr 400 Gramm Hühnchenbrust. Wir haben das in circa 5 cm große Stücke geschnitten. Also ihr braucht es nicht zu klein schneiden, weil es geht nachher beim Frittieren eh noch ein bisschen ein, das Fleisch. Und zwar werde ich jetzt erstmal die Basic der Thai-Küche stampfen. Das ist 3G, die sogenannten drei Musketiere der Thai-Küche. Das besteht aus Knoblauch, Korianderwurzeln. In dem Falle haben wir Korianderstiele genommen. Wenn ihr Koriander nicht mögt, dürft ihr wie gesagt weglassen, gell? Dann haben wir Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt stampfe ich die drei hier miteinander, bis wir dann ungefähr so eine homogene Masse haben. Allein schon, wie das duftet. Und dann gebe ich jetzt unseren gestampften Knoblauch, Koriander und Pfeffer zu unseren Hühnchen dazu. Dann vermische ich erstmal die drei Musketiere mit unserem Hühnchen. Da haben wir einmal Brandy oder Cognac. Das sorgt wie gesagt dafür, dass das Hühnchen noch zarter, noch weicher wird. Dann haben wir duftendes Sesamöl. Ich liebe Sesamöl, ihr auch? Dann haben wir helle Sojasauce, Siu Khao. Dann kommt hier Zucker und Salz. Sesam, weißer Sesam haben wir hier genommen. Und jetzt wird das Ganze nochmal ineinander geknetet. Das ist jetzt unsere duftende, leckere Marinade, Leute. Schön die Marinade mit dem Hühnchenfleisch kneten. Und dann lassen wir das Ganze gleich für mindestens 30 Minuten stehen. Wenn ihr mögt, Mami hat gesagt, am allerleckersten, damit es wirklich perfekt wird, am besten lasst ihr das Ganze über Nacht im Kühlschrank stehen. Ne? Ist klar, je länger man das Ganze einziehen lässt, desto intensiver wird dann natürlich der Geschmack. Aber 30 Minuten, für die, die es eilig haben, ist auch in Ordnung. Und jetzt werden die Hühnchen in die Pandanblättern eingerollt. Und keine Sorge, ich zeige euch gleich noch die zweite Variante für alle, die keine Pandanblätter haben oder sagen, oh nein, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Keine Sorge, wir zeigen euch die zweite Variante ohne Pandanblätter. Hier seht ihr, habe ich ein Pandanblatt genommen, in der Mitte gefaltet, die Blätter untereinander gelegt. Dann entsteht da unten so eine Art Tasche, seht ihr das? Da kommt dann das Hühnchen hinein. Ne? Richtig schön fest reindrücken, das Hühnchen. Dann das untere Blatt, seht ihr, falte ich hoch und schiebe das einmal unter die Tasche hindurch. Seht ihr das? Da ziehe ich das wieder raus. Dann wird das Hühnchen hier einmal schön umhüllt. Schön dran ziehen, aber nicht zu fest, auch nicht zu locker. Das gleiche Blatt stecke ich jetzt noch einmal
durch das Pandanblatt durch. Seht ihr das? Dann auf der anderen Seite wieder rausziehen. So ist das Hühnchen komplett eingerollt in unserem Pandanblatt. Seht ihr? Und sicherheitshalber, weil da oben noch das Hühnchen rausguckt, stecke ich das Blatt dann noch einmal in unsere Tasche hinein. So ist das Hühnchen komplett drumherum in unserem Pandanblattpaket eingewickelt. So kann das Hühnchen auch beim Frittieren nicht aus dem Pandanblatt rausfallen. Und fertig ist Gai Ho Bai Dui. Hähnchen im Pandanblatt eingerollt. Wie wunderschön das aussieht. Dann schneiden wir das lange Pandanblatt noch ab, aber das schmeißen wir nicht weg. Das Blatt, was wir abgeschnitten haben, das wird nachher mitfrittiert. Und das ist die zweite Variante, Leute. Da geben wir Maismehl dazu. Also einfach Maismehl dazu geben und dann das Maismehl mit dem Hühnchen, mit der Marinade von vorhin, alles gut miteinander mischen. Damit habt ihr eigentlich sogar schon ein zweites Rezept. Das schmeckt schon etwas anders als das klassische Hühnchen im Pandanblatt, weil durch das Maismehl, ne, habt ihr außen eine richtige knusprige Kruste. Das seht ihr gleich. Jetzt geben wir Öl in einem Topf. Wenn das Öl warm wird, geben wir unsere Hühnchen in Pandanblätter hinein. Achtet darauf, dass die Hitze nicht zu heiß ist, ne? Und nach ein paar Minuten sind die Pandanblätter so bräunlich und dann könnt ihr sie rausholen. Und für die zweite Variante gebt ihr einfach so Pandanblätter hinein und dann gebt ihr das Hühnchen, was wir im Maismehl eingelegt haben, in den Topf. Nach ein paar Minuten, sobald das Hühnchen so golden ist, könnt ihr das rausholen. Dann habt ihr hier zwei Varianten. Wie gesagt, das Hühnchen im Pandanblatt und das Hühnchen im Maismehlmantel. Beide schmecken schon ein bisschen anders. Hier habt ihr diese klassische Hühnchen im Pandanblatt. Es macht natürlich total Spaß, wenn man das Pandanblatt so aufmacht und dann hat man da drin dieses duftende, leckere Hühnchen. Vom Feeling her ist es so, als ob man eben ein Geschenk auspackt. Wisst ihr, was ich meine? Man freut sich dabei total. Ihr könnt das Ganze mit Sweet Chili Sauce essen, mit Sriracha Sauce geht natürlich auch. Und die zweite Variante mit Maismehl, Leute, das ist noch viel leckerer als diese berühmte Fastfood-Kette mit den drei Buchstaben. Ihr wisst, was ich meine. Probiert diese Variante unbedingt aus, weil außen ist es ultra knusprig und innen ist das Hühnchen total saftig. Wie lecker! Ich hoffe, das Video gefällt euch und danke euch von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Wir haben euch lieb. Bye bye. Swadika.